Okay Leute, es ist Boss-Time bei Ocarina of Time. Willkommen zurück im Gaster-Tempel. Und ja, sagen Bühne frei für den Boss. Oder noch nicht? Sieht aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kume. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unsere Tempel hinein, unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihr eine ordentliche Lektion erteilen. O treuer Vasall. Zerstöre diesen Eindringling. Okay, noch einer von den Typen. Na klar, warum nicht? Das ist ein Eisenprinz. Moment, irgendwas stimmt nicht. Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Gut, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied. Warte mal, zerstöre mal diese Säulen. Ich will mal gerade gucken, ob du dich nutzen kann. Ja, wunderbar. Hat ja fabelhaft funktioniert. Oh fuck. Mein erster Fäßlich. Weg. Ich glaube, der kämpft ein bisschen anders als sein Vorgänger. Bloß, was macht der Typ anders? Okay, aber einfach draufkloppen und ja. Stichattacken machen und ausweichen. Das ist alles. Na, ja, aber nicht zu nah ran, sonst passt genau das. Tja, viel anders kämpfst du auch nicht wieder, ne? Moment mal. Die kennen wir doch. Wo bin ich? Yeah, sieht aus, als hätte sie sich befreien können. Kumume. Sie ist noch jung, genießt einmal hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerinnen. Kotake! Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienst des mächtigen Ganondorfer Sklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Die hat's erwischt, weil ich weiß, sämtliche Waisen sind verstorben, ne? Und ja, die Gute hat's gerade durch zwei Elemente hin völlig zerstört. So, jetzt sind die beiden Schwestern dran. Sieh diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf.
Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Mein Eiszauber wird seine Seele gefriertrocknen. Killer Omars, oder auch genannt im Gameboy-Teil Twin Rover, die beiden Element-Hexen. So, was müssen wir machen? Wir müssen gucken, wer jetzt angreift und dann jeweils uns dessen Magie bemächtigen. Also quasi Schild aufladen. Na, wer greift an? Okay, sie greift an. Ja, und mit der Magie der anderen müssen wir dann die andere treffen. Ziemlich einfacher Gegner. Muss mal schauen, wer wird feuern. Okay, die andere. Jetzt wird sie gleich feuern, genau. Na, das war jetzt nichts, weil sie irgendwie woanders war. Na, verdammt. Aber ihr seht, was wir machen müssen. Einfach bloß die Magie zurückschleudern. Und das war's auch schon von den beiden. Ja, bloß wenn sie so weit weg ist, dann kann ich da nichts reißen. Ja, das ist natürlich blöd so. Hallo? Das ist manchmal ein bisschen blöd. Ach, verdammte Scheiße. Ja, wunderbar getroffen. Okay, wer feuert jetzt? Eis natürlich. Bams! Perfekt. Ich weiß gerade nicht, wie oft man das machen muss. Aber so ein paar Male muss man das schon machen. Bams! Die steht gut. Die steht ziemlich gut. Und ich treffe sie nicht. Wunderbar. Na, wenn sie am Bildrand ist, ist es scheiße. Die sind manchmal echt blöd zu treffen. Na, jetzt hat sie mich getroffen und lacht noch so bescheuert. Okay, lass uns jetzt ernst machen. Okay, komm mal, Kodakis und komm mal, sexy Thermo-Exi. Ekelhafte Kombi-Hexe. Ja, die beiden zeigen ihr wahres Gesicht. Wir müssen jetzt das Schild weiter aufladen.
und mit einer Kombi-Attacke angreifen. Es muss dreimal das gleiche Element sein, damit das Schild aufgeladen ist. Und dann zurennen. Also auf die... Oh, ich hasse es mit dem Controller. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Scheißdick. Ich muss echt kräftiger raufhauen auf das... Ich muss echt kräftiger raufdrücken auf den Controller. Der reagiert sonst nicht. Das ist echt das Problem. Weil das Teil schon so alt ist wahrscheinlich. So, komm. Dann halt so. So, immer schön im Auge behalten. Ja, es ist ein ziemlich leichter Boss, muss ich sagen. Es ist ein sehr, sehr einfacher Boss. Wenn man weiß, wie er funktioniert. Na komm, nochmal Eis. Sie da auch nicht ausweicht. Dummer Gegner. Tja, Fräulein, deine sexy Form hilft dir gar nichts. Ich glaube, so langsam fängt sie an, müsste sie anfangen, Verschiedenes zu schießen. Würde sie jetzt Eis schießen, dann ist die Attacke wieder verpufft. Aber sie macht es nicht. Boah, seht ihr, wie er tippelt? Wisst ihr auch warum? Weil der Control-Stick rumspackt. Und ich drück schon ein bisschen im Anschlag. Da, jetzt macht sie den Scheiß. Das, was ich meine, sie wechselt die Attacken. Sie durchschaut langsam, was wir vorhaben. Und dann ist es ausweichen. Perfekt. Bams, das war's mit dir. Hexen zugenäht. So ein widerliches Balk. Jetzt mal. Was? Hey Gummi, was schwebt über deinem Kopf? Weiß nicht, aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 83 Jahre alt. Wir sind Zwillinge. Mach dich jünger, als du bist. Du bist ja völlig senil. Wir sind senil. Behandelt mein Sohn und deine Schwestern? Wir sind Zwillinge. Wie kannst du älter sein? Herzloses Miststück. Undankbares Weib. Du bist herzlos. Du bist undankbar.
Ich mach dich fertig! Das war's mit den Killer-Omas. Den infernalischen Hexenschwestern, ihren Magieattacken. Und wir kriegen einen Herzcontainer. Ja, jetzt fragt euch bestimmt, aber wer ist jetzt die Weise eigentlich hier? Ihr werdet es gleich sehen. Richtig, es ist Naboo. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia. Ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als einer der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein, Link, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Das Amulett der Geister. Naboo gibt es ja seine Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. So, ja, das war's von der Wüste. Im Grunde kann ich hier weg. Tja, nur noch ein Ort bleibt übrig, das ist der Friedhof. Und wo gibt's einen Friedhof? In Kakariko natürlich. Und genau dorthin zieht es uns auch jetzt. Gleich direkt weiter zum nächsten Dungeon. Übrigens, man kann variieren, man kann den Friedhof erst machen und dann den Geistertempel. Man kann auch erst den Geistertempel machen und dann den Friedhof. Ihr habt gerade gesehen, dass es halt möglich ist. Und irgendwie, ja, spinnt der Controller völlig, weil Link geht, obwohl er rennen soll. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Controller schon, ja, einige Jahre auf dem Buckel hat und von daher nicht mehr ganz so vorteilhaft funktioniert. Hey Bruno, wo bist du? Da bist du ja. Komm mit, Bona, wir reiten nach Kakariko. Das kurze Stückchen. Zum nämlich letzten Dungeon des Spiels. Und zum letzten Medaillon. Let's go.
Zurückklick. Aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hat den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, dass das Siegel brach und er wieder in ihrer Welt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist einer der sechs Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens.